Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Immer noch Version 2.02. Mit dabei ist der Kibbel. Hallihallo. Und mit dabei ist. Ja, und mit dabei ist die Mary. Huhu. Und wir sind jetzt 100% lagfrei. Yeah! Updates runterladen während des Spielens for the win, sage ich da nur. Es hat uns wieder Mühe und Nöte gekostet, heute lagfrei hinzubekommen. Aber wir kriegen jedes keine, Mal... Es hat keine 50 Minuten gedauert. Keine 50 Minuten. Genau. War doch mal die Zeit nicht egal. Ja, so relativ schnell. Ja, total unglaublich. Schnell, total schnell. Unglaublich. Heute können wir ordentlich aufnehmen. Boah, ist das eine dicke Hexe. Sind das die Augen oder sind das die Augenbrauen? Wenn das die Augen sind, dann hat die LSD gefressen. Oh, Mary, viel Spaß dabei. Das Leben eines Menschen wird zu 99% vom Schicksal bestimmt. Sagt sie. Ja, ich mal. Das restliche 1% ist die Hoffnung, die einen führt. Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja auch. Du siehst aus, als könntest du den Rat einer Wahrsagerin gut gebrauchen. Oh ja, unbedingt. Bitte, guck in deine Kristallkugel. Ich ruf mal schnell an, warte. Die macht das schon. Die macht Astro TV for the win. Ungewöhnlich. Ich kann nichts vorher sehen. Außer diese kleine, herumschwirrende Fee. Die kleine Fliege. Oh mein Gott, sie kann die Fee sehen. Ich glaube, die riecht die Oma. Deswegen ja. Die Fliege oh, irgendwie riecht es ja nach Fee. Irgendwie riecht es nach Fee. Die summt hier rum. Ja, eine Fee wie diese. Mein Gott, eine echte Fee. Es tut mir leid, aber sobald ich im Körper einer Person bin, wird das in Zukunft ungewiss. Achso, dann wird die Zukunft vernebelt und verdünstet. Das könnte daran liegen, dass man ja auch nicht weiß, wer den Charakter steuert. Nee, das liegt daran, weil es dann in den Unterwäsche so verdünstet und vernebelt ist. Ah, die Zukunft so funktioniert das mit dem Wahrsagen. Einmal in der Unterhose schnüffeln, dann... du warst heute schon auf Klo. Das ist düster. Unglaublich. Okay. Es ist deine Schuld. Ja. Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Tut mir leid, wir sind fertig. Es tut dir leid, ja. Toll. Blöde Wahrsagerin, ich krieg Kopfschmerzen. So, echt mal, blinde Wahrsagerin, ja. Dafür wirst du jetzt ausgeraubt und geschlachtet. Pass mal auf, die hat jetzt gerade voll den Brainstorm gekriegt, ne? Und deswegen ist sie jetzt so total K.O. Ich bekomme Kopfschmerzen. Nee, ist dummer. Dabei hat die bloß eine Fee in der Unterhose, die rumgeschwirrt ist bei ihr. Ja. Weil die Wo müssen wir jetzt, Kibbel, wo müssen wir jetzt lang? Also, pass auf, erstmal hier unten rein. Ich passe. Erstmal hier unten rein, gucken, was da läuft. Oh ja. Waren wir nicht schon drin? Nein. Ich hab das so Nein. Dies ist Forsenas Bibliothek, da waren wir garantiert noch nicht. Ja, okay. Dies ist Forsenas Bibliothek. Klassenwechselanleitung. Die Kraft der Mana-Steine kann die Entwicklungsstufe einer Person entscheidend verbessern. Heißt das entschieden verbessern oder entscheidend? Okay. Ne, entscheiden. Also das ist einfach nur, wenn du das nicht machst, dann geht das einfach nicht. Okay, das war nur eine Frage. Bis zu 2 Klassenwechsel können durchgeführt werden. Bis zu. Nicht 3, nicht 5, nein, 2. Ganze 2 Klassenwechsel. Holen Sie sich 2 Klassenwechsel zum Preis von 3. Einer ab Level 8, der andere ab Level 38. Heißt es Level oder Stufe? Eigentlich Level, ne? Oder doch Level? Was? Ja, Level ist eingedeutscht. Jedoch wurde der 2. Klassenwechsel aufgrund seiner unglaublichen Mana-Power... oder auch Kraft genannt, versiegelt. Oh. Ich habe hier einen Teilfehler, aber das könnte auch im Original drin gewesen sein. Guck mal, ich stehe jetzt auf der Flamme der Kerze. Ja. Und jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Und jetzt wieder. Ja. Ich habe einen unglaublichen Umfang. Holy. Um einen 2. Klassenwechsel durchzuführen, muss man etwas finden, das das Siegel bricht. Welches Siegel? Muss man, ja, ich weiß, ich kenne die Siegel. Ja. Musst du so eine Gegenstände finden. Das ist, okay. Lies mal weiter. Ich trinke so lange hier den Kaffee aus, genau. Mann. Bei einem 2. Klassenwechsel durchzuführen, muss man etwas finden. Aber wieso etwas? Muss man einen Gegenstand finden, würde ich schreiben, der das Siegel brechen kann. So. Ja, es kann ja auch, könnte ja, so theoretisch, du weißt ja noch nicht, was es ist, könnte ja auch ein Geist sein. Das ist die Bibliothek. Nee, das ist die Bibliothek, die weiß es ja. Nein, die Bibliothek weiß es nicht. Doch, die Bibliothek ist Das ist nicht Wikipedia, das ist eine Bibliothek. Ah, okay, man könnte trotzdem umschreiben. Nee, man könnte trotzdem umschreiben. Ganz ehrlich, man könnte es noch ein bisschen genauer machen. Ja. Wenn du verwirrtest, ein bisschen. Ist ja keine Bibliothek zum Verwirren. Wahrscheinlich stand im Englischen einfach something.
Nein, ich hab da aus der Ich will ein anderes Buch lesen. Guck mal, hier sind Mangas drin. Geheimnisse der Mana-Steine. Einst, als das Land noch in Finsternis gefangen war, erschlug die Mana-Göttin mit dem Mana-Schwert die 8 Inkarnationen der Zerstörung. Das klingt doch gut. Die Gottesbestien, die die Welt in die Verdammnis führten und versiegelte sie in 8 Steinen. Und als sich die Dunkelheit dann verzog, war die Welt erschaffen. Tü-tü. Als sich die Dunkelheit verzog. Jetzt ist Mary dran. Wieso steht da immer dann? Das ist doch blöd. Hast du das gesehen? Dann verzog. Monsteranleitung. Ja. Oh, das ist die unglaubliche Monsteranleitung. Die ist so dick. 500 Seiten stark. Oh. Inklusive Illustrationen vom Pogepuschel, Pilzkopf und anderen. Ja, Pogepuschel. Ja. Oh, ja, Zeitschrift ab 18 hatte ich jetzt hier. In einer Bibliothek. Na, die möchte ich ja gerne mal sehen, die Bibliothek. Anfangen. Der Mana-Baum. Die Mana-Göttin existiert in Form eines Baumes, in der sie bis heute über die Welt wacht. Das klingt gut, ja, das kann man lesen. Das ist schön. Oh ja. Ja. Oh ja, hier war auch was. Warte mal, Erde, Lande, Wind, Stargard. Das sind hier. Das sei hier die Bosse. Endbosse. Ja. Wasser, Fliegmond, Mond, Dola, Wald, Mispol. Der Mispol. Nicht Gaffer, der ist cool. In Dunkelheit, tja. Nicht überliefert. Das ist wahrscheinlich die Anti-Mana-Göttin. Nee, warte mal. Hatten wir nicht den einen Boss schon gemacht mit Erde? Nein, ja, das war nicht der Boss. Das sind Kostensbestien. Landwälzer. Ach nee, da kommen ja ganz später. Zum Schluss kommen die ja alle nochmal da. Ja, die sind in den heiligen Mana-Türmen. Ja, so ein Scheiß. Genau, ganz genau. Ich sag jetzt einfach, dass es Türme sind, weil das sind immer Türme. Dunkelheit? Fragezeichen. Nicht überliefert. Ja. Kann durch nicht laufen. Das weiß ich noch, das war bei der Project-Version auch ein bisschen komisch an dieser Stelle bei nicht überliefert. Das habe ich direkt aus dem Japanischen nochmal nachgeschaut. Was da haben wir mit dem Opa schon gesprochen? Ja, was da genau dran ist. Ich kann mich noch dran erinnern, das war sehr lustig. Okay. Weiter geht's. Wo lang? Müssen wir eigentlich. Jetzt hier rechts waren wir, ne? Na gut. Da müssen wir. Warte mal, Bibliothek waren wir. Ich hab jetzt hier Bock, Leute zu tun. Oder? Wir müssen mit dem Schiff fahren. Oh, Wahnsinn. Kibbel hat den richtigen Knopf gefunden, gleich beim ersten Mal. Ich bin jetzt Xbox Pro. Wahnsinn. Super Nintendo Pro, meine ich natürlich. Du speicherst jetzt deine Spielstände auch in der Cloud. Ja, logisch. Super Nintendo Cloud. Das könnte man theoretisch tatsächlich machen. Aber in der oh ja, Nintendo unbedingt. Wir sind alle tot. Sicher, dass wir hier runter schon müssen? Ich hab keinen Plan. Also eigentlich schnell. Oben beim König waren wir, oder was? Ja, wir müssen nach Bützel. Ja. Okay, dann können wir hier runter. Ah ja, der hat doch gesagt, wir müssen nach Bützel mit dem Schiff fahren. Ja, dann ist okay, dann klappt runter. Nee, dann ist ich erinnere mich. Ja, dann ist okay. Kibbel, wir müssen jetzt nach Bützel. Nein! Bützel! Ja, Kiste! Bam! Bombe! Boah! Nein, das unglaubliche, süße Bombe. Ich hab Süßes erhalten. Ich krieg ja sonst nur Saures. Oh ja. Saure Drops. Sauertrop, hast du die Timer-Uhr gestellt? Die läuft doch automatisch mit. Echt? Sind es bei 8 Minuten schon. Siehst du das da, siehst du das da oben so als Anzeige oder hast du eine Eieruhr? Nö, ich habe unten drunter einfach einen Timer laufen. Wie unten drunter? Na, unter meinem Emulator habe ich jetzt einfach so einen Timer eingeblendet. Ja, ich spiele natürlich auf mein Original Super Nintendo, was ich per HDMI angeschlossen habe. Na, logisch, deswegen spielen wir auch in Scheiße. Auf deine Aufnahme-Videokarte. Ach, wir müssen bestimmt zu Bong. Und zwar in dem Schloss. In dem Schloss, wo der gesagt hat, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, wahrscheinlich. Der hat die jetzt fertig gemacht, Betten. Aber können wir ein kleines bisschen leveln, ist auch nicht so schlimm. Ja. Dann sehen wir. Ich will endlich Level 18 werden. Ich möchte mich hier als Master Dieb werden. Ich will Assassin's Creed werden. Musst du aber erst den Gegenstand finden, der. Ja, nee, das ist die zweite Stufe dann mit dem Gegenstand. Ach so. Ich finde, es sollte man noch ein bisschen besser in den Überlieferungen, also in den Büchern schreiben. Also ganz perfekt finde ich es nicht. Das sollte man ein bisschen noch. Weil die Bücher sind ja als Überlieferung gedacht. Und dann. Okay, Bill, weißt du. Ey, ich bin gut. Nee, du hast uns schon wieder angefuchst. Ja, aber dafür habe ich Schilde gekriegt. Immer du, als ich. Ja, aber du hast die Fee im Arsch, nicht ich. Ja. Aber das schützt mich nicht vor deiner Attacke. Ja, ich nehme schon genug rum, glaub ich. Du kleines Smog-Mog. Gibt wirklich einen Mog bei Final Fantasy. Aber ob das dann Smog-Mog ist? Ja, das sind Amogri. Naja, auch Mog, Abkürzung Mog. Ja. Oder die alten weißen Mogs. Ja, Mox. Das fand ich total merkwürdig.
Ich kann alles auswählen. Ich bin ja gespannt auf das nächste Update, wenn dann diese Icons hier verändert sind. Ich bin ganz heiß. Unglaublich. Am Montag, wenn der Special das sieht, wird er abgehen bei der Folge hier. Würde sagen, jawohl, die Icons, die mache ich jetzt neu, sofort. Und schick sofort ein Update. Hättet ihr noch 10 Minuten. Das wollte ich gucken, siehst du? Das habe ich jetzt die ganze Woche überlegt, was ich nochmal gucken wollte. Ich wollte gucken, ob das mit dem Speicherstand hinhaut und es passt. Weiß Bescheid. Und ich kann das schon sagen, es passt. Weil ich habe mir das extra nämlich gemerkt. Vor 10er Landerstelle stand beim Speicherpunkt. War der hier irgendwo? Ja, ja. Also doch. Okay. Ey, komm her, du Fetzack. Wem sprichst denn du nur schon wieder, Kebel? Hier ist niemand. Ich könnte die Kanone verwenden, die er mir gegeben hat. Allerdings ist sie noch nicht einsatzfrei. Kommst du? Irgendwas haben wir hier schon gesagt. Oh Mann, ey. Mit irgendjemand noch latschen, irgendwas ist ja noch. Weil der schießt uns dann, glaube ich, weg. Naja, vielleicht müssen wir auch erstmal noch draußen ein bisschen woanders lang laufen. Gab's da noch einen anderen Weg? Ja, wir konnten jetzt noch nach links abengen. Ach nee, da kommen wir ja zurück dahin, wo wir schon waren. Ja, ja. Also wir müssen bestimmt weiter runter. Haben wir hier irgendwo eine Karte oder so? Eigentlich ist es eine gute Frage, aber. Ja, nee, haben wir natürlich aber nicht. Wir haben entweder einen Flieger, also Lufti, ne? Oder aber wir haben hier so eine. Den Benneco Jacko. Oder. Den hat er jetzt geändert angeblich, oder? Dachte ich. Bin mir aber nicht sicher, aber da war auf jeden Fall eine riesen Diskussion. Ich habe jetzt gerade die Liste nicht vor Augen und auch nicht im Kopf und ich gucke da sowieso irgendwie doch seltener rein, als ich dachte. Also ich gucke ja öfter mal rein und ich bin mir sicher, dass er die nicht geändert hatte. Das hab ich vergessen. Aber die Diskussion war riesengroß in der Richtung. Wieso gehen wir jetzt hier bis runter? Ja, na, weil ich jetzt hier nach unten gehen will. Und dann? Da geht's doch gar nicht weiter. Nach unten gehen. Was, hier ging's nicht weiter? Na, hier kommen wir doch her, oder nicht? Hier waren wir doch gerade. Ging's da nicht weiter? Wir waren doch gerade da war doch die Brücke kaputt. Ja, ach ja. Mensch, hier machen wir. Mensch. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt halt nach links zum Benneco Jacko. Es wird dunkel. Ja, wir können ja nur noch links. Ansonsten haben wir in der Stadt einen vergessen, mit zu reden. Hm. Naja, aber das sind ja alles so. Total so, also ich verstehe dich schon. Ja, ist gut. Das freut mich. Ich hab sofort kapiert. Oh, Alter, du dummer Arschegel, Mann. Ich komm runter, ich hab Ultra-Move hier. Boah, du machst ja. Luftblatt, ja? Das war so klar, ey. Boah, ich steh glaub ich. Ah, nein! Ja. Ich wollte das andere Menü aufmachen. Ja. Das hier wollte ich. Warum? Ja, na, Mary braucht ein Bonbon. Echt? Ich brauch ein Bonbon. Mary braucht was zum Lutschen. 100. Ich hab Hunger. Yay. So, jetzt sind wir auch noch nicht weiter hier. Haben wir ein Loch. Was ist, wenn wir da nach rechts weitergehen würden? Das probieren wir jetzt einfach. Ansonsten haben wir jetzt einen Totalfehl gemacht und wir hätten in der Stadt mit jemandem reden müssen. Wieso geht da jemand in so ein Loch rein? Na, weil wir nach rechts gucken wollten, hast du doch gerade selber gesagt. Ja, nee, da geht nicht weiter. Da war ja das Ende. Wir können nur noch. Ich wollte doch wissen, was da ist. Oh. Das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Ich habe das Gefühl, deine Stimme laggt. Eine Sackgasse. Nein, ich lag nicht. Ich habe so geredet. Du, ich glaube, du sprichst nur im PAL. Ich spreche im PAL. Und TC war ausverkauft. Oh, fuck. Ist das jetzt ein Rätsel? Fuck. Nein! Wer läuft noch rein? Wir werden wohl. Ich weiß genau, wer reingerannt ist. Na, wenn ihr es nicht wart, wer soll es dann gewesen sein? Boah, krass. Oh, geil. Ich wollte schon immer hier oben rauskommen. Da bin ich noch nie rausgekommen, glaube ich. Das hab ich hätte die Story weiter. Hier bist du garantiert rausgekommen. Na, ich glaube, wir haben einen Geheimgang. Ja. Und dann kommen wir zu dem schwarzen Kuschel. Hä? Tja. Oder? Doch, hier sind wir noch nie rausgekommen. Weil, nee, glaube ich nicht, oder? Ich glaube schon. Da rennt jetzt immer zu. Wer ist denn? Nee, Mary konnte es jetzt nicht erwarten. Weil jetzt ist er hier so ein mega krasse Ultra-Pogo-Puschel rumhüpft. Na. Ja, das schwarze Pogo-Puschel. Das war das Mega-Puschel. Das Mega-Puschel, was ich nicht töten muss. Oder gehen wir gerade einfach zurück? Das erscheint mir so vertraut, die Umgebung hier. Ja, aber ich wollte ja zu dem Benneco Jacko. Wollt ihr schon wieder auf den Fans machen? Wir laufen hier voll zurück, ey. Ja, da, ich wollte doch da hin. Ja, und dann? Jetzt sehen wir gucken, wo wir lang müssen. Ja, hier, guck, hier ist nichts weiter. Und?
Pass auf, wir gehen jetzt voll zurück, okay? Das drehen wir, das ziehen wir jetzt durch und dann haben wir das, den Podcast wieder beendet. Den Fall ist dann schon. Ja, so sieht es nämlich aus. So. Eigentlich ist der Part jetzt hier schon gleich zu Ende. Wir haben noch jetzt 10 Sekunden noch. Nee, den machen 9, wir jetzt Ende für die, 8, für die Leute, wenn sie das 7, so ertragen. 6, 5. Nein, den machen wir jetzt noch nicht. 4, 3, ganz 2, 1. Viertelstunde, töte. Mir wurscht. Holt die Knallbonbons raus. Nee, lass mal. Doch, ich will speichern. Ja gut, dann speichern wir. Minusfelder. Aber der Part ist noch nicht zu Ende. Nee. Der Part war ja völlig im Ist doch okay. Natürlich ist der, also, das ist keine Frage. Wir Montag die Leute nicht entlassen. Die gucken sich ja dann Dienstag gar nochmal an, wenn sie das immer so sehen. Also das müssen wir schon mal hier so noch gucken, was ganz am Anfang war. Müssen uns vor allem noch hier beeilen. Ja, am Anfang war natürlich der Urknall, das wissen wir, aber in dem... Verdammte Scheiße. In dem... Ich meinte Braunkack. So. Braun. Oh. So, okay, wir sind okay. Da. Cool, ja. Jetzt können wir zurück. Genau. Da wurde nämlich hingeschossen und dann... Warte mal. Ich geh nochmal zurück. Geh mal zum Speicherpunkt bitte. Der ist oben. Ja, bin ich jetzt ein Mary oder irgendwas stimmt da nicht? Warte mal ganz kurz. Lass uns mal die Gegner hier bitte killen und mal gucken, ob hier jeder noch jeder. Ja. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich bin immer der schon mal war. Was? Hast du Probleme mit deinem Repetitionsfeld? Ey, krass, ich war wirklich draußen. Ich war wirklich weg. Ich musste echt jetzt nochmal trinken. So, pass auf, jetzt speichern wir hier und das sehe ich ein. Und dann versprechen wir den Leuten. Ja. Also morgen, nächste Aufnahme dann, beeilen wir uns ganz schnell in die Stadt und tun auch sofort alles abkreuzen. So machen wir das, alles klar. Fix speichern. Gut, also ich sag schon mal tschüss, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Genau. Und die anderen verabschieden sich jetzt auch. Genau. Der nächste Part wird versprochen besser. Und tschüssi. Ciao.